Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Livestream, mal wieder auf dem Kanal. Heute geht es nicht hauptsächlich um die Gym, sondern auch mal um ArtNet. Ich habe hier eine kleine Präsentation vorbereitet, um euch einfach mal ein bisschen zu erklären, was ArtNet ist, wie ArtNet funktioniert, das Ganze in einem kleinen Bereich. Wir reden jetzt nicht über die riesen Artnets mit mehreren hundert Universen, sondern einfach mal, was so der normale User brauchen kann. Vor allem, weil ja die Chimp eh in der maximalen Ausstattung maximal 6 DMX-Universen ausgeben kann. Daher brauchen wir uns keine großen Gedanken machen über riesige Artnets. Wie ihr hier jetzt auf dem Bild seht, gibt es diverse Artnet-Produkte in alle Formen, Farben und von diversen Herstellern. ArtNet ist ein standardisiertes Protokoll, was fast jedes Lichtpult spricht, unter anderem natürlich auch die Gimp. Wir gehen jetzt einfach mal Stück für Stück durch. Wenn es Fragen gibt, schreibt es mal im Chat rein. Ihr seid ungefähr, glaube ich, so 10 bis 15 Sekunden hinter mir, latenzmäßig. Wenn das Mikrofon zu leise ist, schreibt es mal auch im Chat rein. Dann kann ich das natürlich auch lauter machen. Wir fangen mit einem ganz kleinen ArtNet an und werden dann immer ein Stückchen größer und holen uns Funktionen dazu. Ganz kurz, hier sieht man jetzt ein ganz schlichtes, einfaches ArtNet. Die Vorteile sind ja klar, es sind mehrere Universen über ein Standard-Netzwerkkabel zu übertragen. CAT5 reicht da eigentlich vollkommen aus, hatte ich bisher noch nie Probleme. Die Komponenten, wo man benötigt, sind relativ günstig. So ArtNet-Nodes zum Selbstbauen gibt es, glaube ich, ab 20 Euro. Und wenn man sich eine kaufen will, ein bisschen bessere, wird es wohl so bei 120, 130 Euro anfangen. Eine 8er ArtNet-Node kostet so um die 400 Euro. Ich lese nebenbei so ein bisschen immer im Chat mit. Daher bin ich auch mal stumm, weil ich da mal einfach gerade lese, um auf die Fragen so gut wie es geht einzugehen. Dann ganz einfach, der ArtNet-Aufbau ist einfach und daher auch relativ sicher. Es gibt eine Merge-Funktion in LTP oder HTTP. Da sprechen wir ganz am Ende nochmal drüber, was das bedeutet. Und ADM funktioniert auch über ArtNet. Sprich, eure Geräte können euch eine Rückmeldung geben, was die Chimp aber derzeit meines Wissens nach noch nicht unterstützt. Aber andere Pulte. Ich habe es hier mal ganz simpel aufgezeichnet, wie ein ganz einfaches ArtNet ausschauen kann. Chimp mit einem Netzwerkkabel auf eine ArtNet-Node und von der ArtNet-Node mit einem DMX-Kabel auf euren Scheinwerfer. Moving Head, LED-Power, alles gut. Das ist der einfachst mögliche Aufbau eines ArtNets. Da bei diesem Aufbau ist es natürlich fraglich, macht Sinn, hier jetzt ein ArtNet zu verwenden. Es macht dann Sinn, wenn ich jetzt sage, ich benutze mehrere Universen und mein Mischpult steht im FOH weiter weg und ich will nur ein Netzwerkkabel ziehen. Dann macht es natürlich Sinn. Dann gehen wir mal eins weiter. Jetzt habe ich nur so ein paar Randdaten zu ArtNet zusammengefasst, was eigentlich ganz nett ist. Also das ArtNet-Protokoll kann DHCP-verwaltetes Adressschema benutzen oder halt statisches Adressschema. Es ist üblich, dass man alles fest mit IP-Adressen konfiguriert. Das übliche Adressschema ist 2.0.0.1 oder man kann auch 10.0.0.1 verwenden. Also ich würde sagen, die meisten verwenden das Zweier-Adressschema. Ganz nett zu wissen eigentlich, dass die aktuelle Version ist eben ArtNet 4, wie ich hier auch dicker reingeschrieben habe. Man kann darüber über 30.000 Universen anfahren, rein technisch gesehen. Und hier weiter unten habe ich nochmal hingeschrieben, die technische Grenze sind 32.768 Universen, was technisch gehen. Es gibt natürlich noch diverse andere Protokolle. Wir sprechen halt jetzt über ArtNet, weil ArtNet eigentlich das ist, was so gut wie jedes Lichtpult kann. Die Gimp kann mittlerweile auch Streaming ACN. Das können wir gerne nochmal separat behandeln.
wenn es dafür Interesse gibt, wie das funktioniert, weil da gibt es dann auch Hierarchien, was gerade bei umfangreicheren Netzwerken relativ spannend ist. Aber wenn es dazu wirklich Interesse gibt, schreibt es in meinen Chat rein, da mal gern mal eine eigene Präsentation drüber. Und jetzt habe ich einfach mal hingeschrieben, noch ganz unten sieht man jetzt, wie schnell muss meine Cut-Verbindung sein, beziehungsweise mein Switch sein, dass ich die Anzahl an Universen drüber kriege, die wo ich gern drüber haben möchte. Also man sieht, bei einer Standarder 100er Verbindung kriege ich schon 400 Universen drüber. Und mittlerweile ist eher jeder Switch, ist ja eigentlich mittlerweile ein Gigabit-Switch. Ich habe hier auch gerade so einen ganz günstigen D-Link-Switch liegen. Der ist auch schon ein Gigabit und da gehen ja 4000 plus im Unicast. Ich habe dazu jetzt keine Folie gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich gehe nur ganz kurz darauf ein. Es gibt die Möglichkeit, ArtNet, Broadcast bzw. Unicast zu machen. Standardmäßig verwenden wohl die meisten im kleinen Betrieb Broadcast. Das heißt, jede ArtNet-Node kriegt immer alles. Also es werden immer alle Universen an jede ArtNet-Node verschickt und die zieht sich raus, was sie braucht, je nachdem, wie sie konfiguriert ist. Unicast heißt, ich spreche die ArtNet-Node mit der IP an und sage an die IP bitte nur das Universum. Damit nehme ich mir halt Last aus dem Netzwerk raus. Und es gibt Geräte, ich habe den Sommer mal ein Gerät gehabt, das konnte nicht umgehen mit Broadcast. Das war einfach total überfordert. Es konnte ausschließlich Unicast. Die Jim kann derzeit noch kein Unicast. Weiß ich irgendwann mal Schmarrn erzählen in den Stream. Könntest mich natürlich jederzeit korrigieren. Ich bin auch nicht unfehlbar und weiß auch nicht immer alles. Das dazu, dann gehen wir mal eine Folie weiter. Hier sieht man jetzt schon ein bisschen umfangreicheres ArtNet. Wieder ganz am Anfang ist die JIM. Danach kommt ein Netzwerk-Switch. Da kann eigentlich jeder beliebige Switch sein. Also ich würde jetzt nicht unbedingt den allerbilligsten kaufen von eBay Chinaman für 7,60 Euro. Kauft irgendwie ein Netgear oder ein D-Link oder wenn es natürlich was Gutes haben wollt, kauft euch irgendwie Cisco. Das funktioniert dann auf jeden Fall. Das Wichtige ist, also finde ich mag keine Switches, die wo so, mag ich so komische 9 Volt oder 12 Volt Netzstecker dort haben, die weil sie einfach relativ schnell herausrutschen. Es gibt Switch, die wo verriegelte Kaltgerätestecker haben. Also in der Veranstaltung solltet ihr euch das schon leisten. Der Switch kann natürlich auch zum Beispiel Apple AirPort Extreme sein. Also oder einfach jeder andere Router, der wohl noch ein paar Netzwerkausgänge hat, weil darüber könnt ihr nämlich direkt auch euer Tablet verwenden, um die JIM zu steuern. Weil wir wissen ja, seit dem letzten Update gibt es ja die Funktion, die JIM fernzubedienen. Daher kann das hier natürlich auch ein AirPort Extreme sein, was ich relativ häufig nutze, weil die ziemlich stabil funktionieren. Ja, dann reden wir jetzt hier weiter über diesen Aufbau. JIM zu Switch und vom Switch ganz einfach mit dem Netzwerkkabel. Alles Blaue sind immer Netzwerkkabel zu den Geräten. Das kann Medienserver sein, das kann die PC-Visualisierung sein, die wo ich parallel laufen habe, um einfach zu sehen, ob das Lichtbild in meiner Visualisierung gleich ist mit dem Lichtbild, was ich mir vorher ausgedacht habe und was jetzt auf der Bühne ist. Dann gehe ich weiter in meine ArtNet-Nodes. Die ArtNet-Nodes haben relativ häufig auch einen Netzwerkausgang, wo ich eine weitere ArtNet-Node anschließen kann. Und es gibt eben auch Scheinwerfer, da wo ich direkt mit ArtNet rein kann. Zum Beispiel Claypaky hat das im QVO 800. Da kann ich direkt rein mit ArtNet und kann aber ganz normal mit dem X wieder zur nächsten Lampe weitergehen. Also eigentlich ist die Lampe dann auch eine ArtNet-Node. Ich glaube, Infinity hat das auch mittlerweile eine ganze Reihe an Lampen drinnen, was natürlich sehr brauchbar ist. Dann kann ich mir theoretisch auch natürlich die ArtNet-Nodes sparen, wenn ich eine Lampe habe, wo das kann und mir langt das.
dann ist das natürlich super. Und hier auch nochmal aus der ArtNet-Node raus in die Lampe. Eine ArtNet-Node, wo 8 Ausgänge hat, kann ich 8 unterschiedliche Universen rausschicken. Es gibt viele ArtNet-Nodes, die wo gleichzeitig auch ein Splitter sind. Das heißt, ich kann alle 8 Kanäle, was die oder alle 8 physikalischen Ausgänge, was die ArtNet-Node hat, gleichzeitig mit Universum 1 beschicken. Man muss aufpassen, wenn man auf der GIMP und auf alle anderen Konsolen sich ein ArtNet anlegt. ArtNet fängt nicht wie DMX bei Universum 1 an, sondern bei Universum 0. Also das physikalische Universum 1 ist dann in der Standard-Konfigurations-ArtNet Universum 0. Ich glaube, ihr könnt es mal folgen. So, jetzt hat hier jemand geschrieben, ich habe mit der Chimpan 100 dann über ArtNet auch nur zwei Universen. Genau, du hast auch über ArtNet leider nur zwei Universen. Das ändert sich nicht. So, gibt es noch Fragen zu diesem Aufbau? Ich warte jetzt noch ganz kurz, vielleicht schreibt noch jemand was im Chat rein, vielleicht kommt noch was, dann würde ich noch mal darauf eingehen. Wenn nicht, machen wir mit einem bisschen umfangreicheren ArtNet weiter. Okay. Gut, dann gehen wir weiter. Jetzt sieht man, jetzt ist ein zweites Lichtpult dazukommen. Ich habe jetzt hier einfach meine MA.2 genommen. Das kann natürlich auch eine große MA sein, eine Hock sein, eine Chemsis sein. Weiß Gott was alles. Es gibt ja viele. Ich kann mit zwei Lichtpulte gleichzeitig auf den Switch gehen. Und ich kann dann der ArtNet-Node sagen, sie soll mergen, am besten in LTP, das heißt also, dass er der letzte Wert gewinnt, Last Text President. Das ist wichtig. Es gibt ja auch HTP, da kriegt dann der höchste Wert, wird dann genommen. Das hat bei Moving Heads einen riesen Nachteil. Der Operator, wo an der GIMP sitzt, der zieht die Moving Heads gerade nach unten, dass sie nach unten scheinen. Das heißt, die haben einen DMX-Wert von 127. Dass sie gerade nach unten scheinen, die wo in der Traverse hängen. Jetzt will der MA-Operator, will sie nach hinten schwenken, dass sie nach hinten leuchten. Das geht aber nicht, weil ja der höchste Wert gewinnt, sprich die 127. Er kann sie zwar hochschwenken auf 255, aber er kann sie nicht unter die 127 schwenken. Also daher ist natürlich da LTP besser, gerade wenn Moving Lights mit drinnen sind, macht das Sinn. Es gibt auch Anwendungen, da wo es Sinn macht, HTP zu machen, zum Beispiel bei Saallicht. Wenn man jetzt sagt, also man ist in einer größeren Location und die Haustechniker sagen da, das Saallicht braucht mindestens immer einen Wert von, also nicht 20%. Dann können die dir das Saallicht HTP geben und du kannst das selber noch heller machen, aber halt nicht dunkler wie die 20%. Dann haben wir das jetzt eigentlich. Ja, jetzt würde ich euch gerne noch erklären, wie genau ein Merge bei vielen, ich sage ganz bewusst bei vielen, nicht bei allen ArtNet-Nodes funktioniert. So dass es stabil funktioniert. Es macht Sinn, dass Lichtpult 1 und Lichtpult 2, oder das muss so sein, nicht die gleichen Universen ins ArtNet schieben. Also sprich, Lichtpult 1 schiebt Universum 1 hier rein und Lichtpult 2 Universum 2. Die Universen kann ich ja frei bestimmen. Also ich kann die gleichen Moving Heads auf beide Lichtpulte haben, nur in zwei unterschiedliche Universen. Das Ganze kann ich auf, zum Beispiel bei die Showtag Nodes geht's, bei die Brightag Nodes geht's, da kann ich sagen, U1 und U2 sollen bitte aus dieser XLR-Buchse gemeinsam rauskommen. Also habe ich einen Merge und den in LTP. Wenn jetzt jeder hier U1 reinschiebt, kriege ich einfach Schwierigkeiten im ArtNet und es funktioniert irgendwann nicht mehr richtig gut. Die Erfahrung habe ich des Öfteren schon gemacht.
Daher, wenn ihr Netzwerke baut, passt auf, haltet sie sauber, passt mit die IPs auf, dass da keinen Stress kriegt. Schreibt euch die IPs auf, schreibt euch einen kleinen Plan, wer was kriegt. Und dann ist das überhaupt kein Problem, ein Artnet zu betreiben. Das wäre es eigentlich von mir jetzt zum Thema Artnet. Gibt es noch Fragen dazu? Hat jemand noch Anregungen? Vielleicht habe ich ja einen Schmarrn erzählt und irgendjemand möchte mir das gerne mitteilen. Dann schreibt es mal einfach in den Chat und ich korrigiere mich natürlich auch sehr gern. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt sprechen wir, wenn ich das gewechselt krieg, über die Chimp. Da, wo wohl die meisten von euch drauf gewartet haben. Wir wollen heute über Showlogik sprechen. Und zwar Showlogik in Bezug auf Shows, die wo ich drücke, ohne dass ich da jemals dort gewesen bin. Sprich, ich komme auf irgendein kleines Festival und soll da einfach Licht machen. Ich kenne die Bands nicht, habe mir da vielleicht mal kurz was irgendwie in Spotify angehört. Und soll da Licht drücken. Und ich hätte halt, würde ich mal mein Pult gern so ein, dass ich das alles kann. So, jetzt habe ich hier einmal, habe ich bei der Chimp on PC alternativ Möglichkeiten zur Visualisierung, da sich keine Universen Artnet ausgeben lässt. Nee, leider derzeit nicht. Du müsstest einen Bananawing dranhängen, dann würden die zwei Universen freigeschalten werden über Artnet von der on PC. Warum das so ist, kann ich da leider nicht beantworten, aber vielleicht hört gerade jemand von Highlight mit dazu und kann uns das beantworten oder schreibt einfach mal in die Facebook-Gruppe, ob es da vielleicht was geplant haben. Es wär ja toll, wenn man für kleines Geld irgendwie einen Dongle anbietet, um wenigstens ein oder zwei Universes freizuschalten. Ich finde das auch relativ lästig, dass ich einen Bananawing dranhängen muss, um mit der OnPC mal Visualisierung kurz zu testen. Also das finde ich auch schwierig. Aber das ist natürlich eine Entscheidung von Highlight, die wo ich natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen absolut nachvollziehen kann. So, dann kommen wir zurück zu meiner Show. Hier seht ihr jetzt mein Magic Sheet einer Grundshow, von der aus ich relativ häufig Shows drücke, gerade kleinere Shows. Ich habe schon mal in anderen Streams erzählt, ich finde die Chimp ist immer noch ein Pult für die kleineren Shows. Auch wenn jetzt die Fixture-Begrenzung aufgehoben worden ist, ist es jetzt nicht das Pult, mit der wo ich 300 Lampen drücken möchte oder auch nicht drücke. Da bin ich einfach zu viel MA-User und benutze das gern. Jetzt schreibt hier gerade G. Täuber in den Chat, dass er das schon mal angesprochen hat bei Infinity und dass die das als Idee mitgenommen haben. Ich hoffe, dass es der Ron auch anschaut, den Stream bzw. nachher das Video, weil der kann es dann, glaube ich, wirklich entscheiden, ob sowas kommen wird oder nicht. Aber ich schicke auf jeden Fall die Tage nochmal eine E-Mail dazu. Ihr seht jetzt hier den Aufbau meiner Grundshow. Wie baue ich mir eine Grundshow? Was habe ich da alles drinnen? Ihr seht jetzt hier oben natürlich meine ganzen Farben. Ich habe jetzt fünf Layer mit verschiedenen Farben. Ich baue mir meine Grundshow immer mit Robe BMFL Moving Heads, weil die Frage auch schon ein paar Mal kam. Und tun wir den dann einfach ersetzen durch die Lampe, wo ich habe ein BMFL. Hat eigentlich fast alles oder 95% an Funktionen, wo es irgendwie auf dem Planeten gibt. An Moving Heads bis jetzt auf ein paar Sondersachen. Aber er hat Schieber im Notfall drin und hat alles Mögliche. Daher benutze ich immer BMFL, da lege ich mir eine ganze Reihe an. Dann mache ich mir für BMFL 1 das, für 2 das, für 3 das, für 4 und für 5. Und dann klone ich mir einfach die BMFL in der Stückzahl, wo ich es brauche und sage,
du bist heute kein WMFL, du bist jetzt ein Sharpie. Dann muss ich nämlich nur meine Presets anpassen und schon funktioniert meine Grundshow wieder. Ich hoffe, ihr könnt es mir noch folgen. Also ganz einfach, ihr legt euch euer Show an mit BMFL und wenn ihr dann da ein Mac irgendwas hängen habt, weiß nicht, ein Mac 2000 vielleicht, weil eine Alpella oder ein Mac Quantum, dann könnt ihr den einfach ersetzen und dann klonzen euch einfach in der Stückzahl, wo es braucht. Ich arbeite ausschließlich bei Live-Shows in dieser Ansicht. Das ist jetzt eine, wo ich gerade neue Funktionen teste und so ein bisschen rumspiele. Und ich bastel eigentlich permanent an dieser Ansicht. Ich wechsle live fast nie in den Programmer. Also es gibt eigentlich, da müsste schon was sehr, sehr Ungewöhnliches passieren, dass ich mal in den Programmer wechsle. Es kam ja auch ich habe ja in Facebook gefragt, welche Themen spannend sind. Und es kam auch ein paar Mal so, ja, wie verwende ich Q-Listen richtig? Was macht Sinn? Ihr seht, das sind alles Q-Listen, was ich mir hier angelegt habe. In den Q-Listen liegt zum Beispiel einfach nur ein Farbpreset drinnen. Es ist nicht mehr und nicht weniger, weil wenn ich mir das Preset ersetze, habe ich das hier direkt wieder passend drauf. Dann habe ich hier Color Chases. Da habe ich jetzt auch verschiedene Sachen getestet, wie es am einfachsten ist. Ich verwende hier keine Color-Effekte, sondern habe mal wirklich Chases gebaut. Wie man hier sieht, ist das jetzt einfach nur ein schlichter Farbwechsel. Hier habe ich mir eine Q-Liste angelegt. Da liegt einfach ein Dummy-Scheinwerfer drinnen, den wo ich dafür benutze, um einfach eine Q-Liste zu haben. Weil man muss ja mindestens immer einen Scheinwerfer oder irgendeine Funktion eines Scheinwerfers mit reinspeichern, dass ich mir eine Q-Liste speichern kann. Und dann zeige ich euch ganz kurz, wie das hier ausschaut. Die Q-Liste, hier sieht man, es hat das Ganze über einen Speed-Trigger, das zeige ich euch jetzt dann auch noch schnell. Und ich mache das über Commands. Also es ist Go für die farbigen, also für weiß und dann der zweite Q ist Go eben für die gegengesetzte Farbe. Da ist auch Scooter dran, egal was ich mir mit meinen Presets mache, das ist einfach komplett unabhängig und ich muss die hier unten nie nachspeichern, weil die immer das benutzen und hier nur umschalten. Und vor allem, ich sehe hier auch einfach grafisch, was passiert. Ich kann mir dann natürlich hier die unteren auch noch mit reinnehmen, aber die habe ich jetzt in dem Fall einfach nicht da drin gebraucht. Habe hier noch so ein Off, da wo es dann einfach stehen bleibt und habe es mir so gebaut, dass wenn das jetzt hier läuft, habe ich meine Tab-Geschwindigkeit hier unten in der Ecke. Kann man das tappen, wie schnell ich es brauche, den Farbwechsel. Und hätte hier sogar noch einen Fader, wo ich mir jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen langsamer, dass man es besser sieht. Wo ich mir hier einfach einen Farbverlauf drauf, dass es nicht hart schaltet, sondern weich überfadet. Weil hier ist es jetzt nicht, weil das Sharpies sind und die haben einfach kein CMY. Daher haben die ein Farbrad, was einfach hart durchläuft und es kann natürlich nicht gefadet werden. Oder man kann schon faden, wenn man das Fixture ändert und statt Snap Fade setzt, dann wird es auch faden und dann wird es ja langsam durch die Farben durchdrehen. Kann man machen, wenn man da Bock drauf hat. Habe ich jetzt nicht gemacht. Also sehr einfach von mir gehalten. Ich habe für alle meine Lampen, hier jetzt ein paar Spots, ein paar Wash, ein paar Front, habe ich meine Positionen. Ich habe hier so eine Positionsbank, die ist immer relativ ähnlich. Da habe ich so ein bisschen was drauf, was man halt so grundsätzlich braucht. Und live wähle ich mir dann die Farbe aus. Ich habe hier oben auch, weil ich es vorher gerade nicht erzählt habe, auch nochmal, da wo ich einfach alle auf einmal wählen kann. Gebaut.
Da funktioniert nämlich der Fade auch ohne Probleme, sodass ich einfach schnell eine Farbe wechseln kann, wenn ich das möchte, oder alles in eine Farbe holen kann. Oder wenn das hier läuft, kann man ja auch diverse Sachen testen. Das Ganze habe ich auch wiederum mit Commands gemacht. Also, wenn ich hier drücke, kommt ein Command, der wo Go QList 25, QList 41, QList 56, QList 19 und QList 75 macht. Ich kann euch das leider hier nicht zeigen, weil so eine Show zu bauen dauert schon 2, 3 Stunden. Und ich glaube, das wäre echt langweilig, weil das da oben ist echt langweilig zu bauen, weil sich das immer und immer und immer wird da einfach wiederholt. Ja, hier unten, wie schon gesagt, habe ich meine Positionen. Dann fahre ich mir meine Lampen auf meine Position und drücke mir meinen gewünschten Effekt mit drauf auf die Lampe oder ich habe einen, der wo aus ist. Hier kommt gerade die Frage, ob ich mein Show-File zum Download zur Verfügung stellen kann. Das habe ich schon gemacht in der Videobeschreibung. Ist OneDrive-Link drinnen, da könnt ihr euch genau dieses Show-File einfach runterladen. Und könnt einfach mal schauen, was ich da bastelt habe und einfach mit der Edit-Funktion mal reingehen und euch genau anschauen, wie ich die Show aufgebaut habe und was sinnvoll ist. Des Weiteren habe ich hier, weil die Spots haben verschiedene Zoom-Winkel, die habe ich mir hier oben reingelegt. Eng, normal, weit, das langt mir in der Regel. Ich brauche keine 200 verschiedenen Zooms. Frost an, Frost aus. Benutze ich hin und wieder. Dann meine Bosch haben auch eng, normal, weit. Die haben natürlich kein Frosch, kein Frost. Und dann habe ich hier eben noch für meine Sharpies Prisma an, aus, weil die haben ein Achtfach-Prisma, dann ein bisschen Rotation fürs Prisma, ein Stopp vom Prisma und hier eben die Gobos. Die Gobos habe ich so benannt, wie es für mich logisch ist und wie das für mich ausschaut. Das kann sich natürlich jeder selbst benennen, wie es für ihn logisch ist. Für mich ist es so einfach logisch. Das gleiche habe ich hier auch für meine Spot-Moving-Heads, eine Rotation für die Gobos, weil die haben jetzt eine Gobo-Rotation. Hier ist ja nur eine Prisma-Rotation. Und habe mir hier auch die wichtigsten Gobos rausgeholt, die wo ich öfter verwende und gern möchte. Die hätten zwar jetzt auch ein statisches Goborad, habe ich jetzt zum Beispiel nicht benutzt. Hier habe ich einfach noch ein paar Dimmer-Effekte. Da sieht man jetzt, hier laufen jetzt die Dimmer so ein bisschen rauf und runter. Das habe ich auch auf meiner Seite. Habe hier auch einen kurzen beim Ausklicken, dass es nicht hart ausgeht, sondern immer so irgendwie 1, 2 Sekunden Fade. Ich finde das immer einfach ein bisschen eleganter. Hier unten habe ich auf meine Fader habe ich die Helligkeiten liegen nochmal einzeln. Das kann man über verstehen. Also es gibt die Möglichkeit, dass man das über eine Gruppe macht, dass ihr euch einen Gruppenmaster hier unten hinlegt. Ich habe es jetzt auch über meine Cue-List gelöst. War für mich einfacher und logischer. Dann habe ich hier unten einen Infade. Hier sieht man, hier liegt ein einzelner Q drauf. Und dieser Q ist einfach ein Q, wo alle Lampen ihren Tilt nach oben fahren, sprich in die Decke leuchten. Das Ganze bewirkt, dass ich den hier auf 20-30% einfach nur reinfahren kann. Und alles andere stehen bleibt, wie es ist. Und einfach die Lampen sich anheben. Also ich schmeiße jetzt deswegen hier meine Positionen nicht raus. Die bleiben bestehen, genauso wie mein Positions-FX. Aber ich kann so sagen, ja, jetzt liegen sie alle im Boden unten oder in der Kreuz und kann diese Kreuzposition damit einfach anheben, auch wenn kein Effekt läuft, so dass ich hier nochmal einen dynamischen Effekt generieren kann mit der Hand. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen, wie das ausschaut, aber probiert es einfach mal aus. Nehmt euch 4 Scheinwerfer, die wo einfach gerade nach unten leuchten, Moving Heads,
und macht euch hier ein Infeld mit einem Q drauf, da wo die Scheinwerfer nach oben in die Decke leuchten. Und dann könnt ihr hier drüber die Scheinwerfer rauf und runter fahren. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit links und rechts fahren. Und das kann man auch auf Farben anwenden. Da müsst ihr euch einfach mal ein bisschen durchspielen. Da gibt es echt spannende Sachen. Des Weiteren habe ich hier noch ein paar Blinder drauf. Ich habe, hier sieht man, hier sind jetzt zwei Qs drauf. Im Endeffekt sind es wahrscheinlich sogar mehrere Qs, wo in dieser Q-List drinnen sind, weil ich einfach öfters auch einfach Blinder-Effekte benutze, gerade wenn ich mehr Blinder habe, irgendwie meinen Farbdurchlauf oder irgendwas. Dann, über den haben wir ja schon gesprochen, das ist mein Fader für die Farbübergänge und den benutze ich auch, um hier nicht hart zu schalten, sondern um weiche Übergänge haben, wenn ich Positionen von Hand drücke. Dann kommen hier ein paar Shutter-Sachen. Das ist der Shutter hier für meine Washlights, Shutter Random für meine Beams. Für die Spots habe ich sie hier noch nicht angelegt. Aber werde ich auch irgendwann noch machen. Ich habe schon mal ein Video drüber gemacht, wie man das hier unten anlegt, dass man einen Shutter, dass man sie weiß stroben kann und sie dann wieder zurückgehen in die passende Farbe. Dazu gibt es ein Video. Das findet ihr auch mit Sicherheit. Und kannst du mal die Q-Liste vom, steht hier, von Björn Ibenthal vom Infeld zeigen? Ja, ist überhaupt kein Problem, zeige ich dir natürlich sehr gern. Da siehst du hier einfach nur einen einzigen Q. Also hier liegt einfach nur ein Q drinnen mit einem Infade. Und ansonsten ist das hier einfach blank. Da ist einfach nur ein Q, wo die Moving Heads in die Decke scheinen. Was anderes ist es einfach nicht. So, jetzt sieht man es hier, glaube ich. Mal schauen wir, ob das funktioniert. Wenn ich jetzt das hier ausmache, dass man so ein bisschen in dieser Mini-Visualisierung sieht. So, jetzt sieht man das hier. Und jetzt, wenn ich den hier anhebe, genau, da seht ihr, die Moving Heads verfahren ein Stück. Das ist der Effekt und vor den Effekt, die Positionen bleiben euch erhalten, das ist der Vorteil. Ihr habt einen schönen Fächer und wollt den Fächer einfach nach oben in die Luft fahren. Dann macht ihr euch ein Q, da wo einfach nur die Moving jetzt oben in der Luft sind und den kann man dann langsam rein faden. Und natürlich wird dieser Fächer sich dann ändern, wenn ich natürlich den Q, wo ich einfade, nicht auch als Fächer gespeichert habe. Aber erst einmal werden sie sich erheben. Und das benutze ich ganz gern mal von Hand als ein bisschen dynamischer Effekt, um auch bei ruhigeren Bildern so ganz leicht von Hand ein bisschen eingreifen zu können. Ist deine Frage damit beantwortet, Björn, oder hast du dazu noch eine Frage? Dann kannst du es mal gern fragen. Jetzt ist noch Zeit. Ja, wir sind jetzt ungefähr so bei einer halben Stunde unterwegs. Das war auch das, was ich mir vorgestellt habe, wie lange das Ganze heute dauern wird. Ich möchte noch ganz gern kurz was dazu erzählen, wie es weitergeht. Die Idee ist, in nächster Zeit lauter so 5 bis 6, vielleicht auch 8 Minuten lange Videos zu machen, zu einem ganz bestimmten Bereich immer. Ich habe doch viele Videos, die relativ lang sind, und wo ich schon oft gefragt habe, ob ich das nicht zerschneiden kann, weil wir gerade, wenn man schnell auf Job irgendwie eine Funktion braucht und genau das haben will, dann muss man sich irgendwie durch ein ewig langes Video skippen. Daher wäre ich ähnlich wie Highlight, das derzeit ja auch macht, aber das Ganze noch ein bisschen detaillierter machen. Und ich kriege ganz oft E-Mails nach, wie baue ich den Effekt, wie erzeuge ich den Effekt, wie kriege ich den Effekt. Es tut mir leid, dass ich nicht immer alle E-Mails beantworte oder alle Anfragen beantworten kann. Aber ich muss halt leider auch in der Branche arbeiten. Und jeder, der in der Branche arbeitet, weiß, wie knapp die Zeit ist. Und dass die wenige Freizeit, dass man die doch ganz gern mal anders nutzt, wie über sich über Effekte Gedanken zu machen. Ich finde,
Man sollte einfach mit der Effekt Engine spielen. Ich weiß auch nicht immer sofort, wie, wenn ich einen Effekt auf irgendeinem Konzert oder was sehe, dann weiß ich auch nicht immer sofort, ah, wie ist jetzt der exakt gebaut. Nee, ich tue auch, wenn ich habe einen Effekt im Kopf, wie ich mir das vorstelle. Und dann ist da auch relativ viel Versuch und Irrtum bei mir dabei. Und für umfangreiche Effekte war ich auch schon mal irgendwie eine halbe Stunde dort gesessen. Das kommt schon vor. Hier kommt gerade die Frage von Benjamin Schäfer. Wie kann ich einen Moving Head Typ in einer vorhandenen Show tauschen? Das geht ganz einfach im Patch. Du kannst einfach in deinen Patch gehen, wählst du den aus und Change Type und dann schiebst du hier einfach einen neuen drauf. Das ist überhaupt kein Problem. Du musst nur, wie gesagt, die Presets werden nimmer alle passen. Presets prüfen, sauber, also wirklich immer alles sauber Preset-basierend speichern. Presets in QList speichern, das ist das A und O. Ihr müsst euch erst alles als Presets anlegen. Nicht irgendwas hindrehen, eine Farbe hindrehen und die direkt als Q-Liste ablegen. Macht das nicht. Schreibt euch immer ein Preset. Und dieses Preset arbeitet auf Job immer sauber nach. Dann kriegt ihr kein Problem. Da müsst ihr nie wieder in euer Magic Sheet groß eingreifen. Das funktioniert dann immer stabil. Also immer Preset speichern. Ich sag's immer, immer und immer wieder. Und ich sag's meine Kollegen und meine Kollegen vom Licht, sage ich's auch immer wieder hier in der Firma. Speichert euch das im Presets. Jeder andere, wo vielleicht mal an das Pult geht, tut sich 100-mal leichter, wie wenn ihr da am Mega-Chaos aus Q-Lists und Programmer und Zeug macht, so immer, um irgendwie durch eine Show zu kommen. Wirklich sauber arbeiten. Das ist A und O. Ist deine Frage damit beantwortet, Benjamin? Hat noch jemand eine Frage, dann gehe ich noch gern drauf ein. Genau, es werden in nächster Zeit lauter kurze Videos kommen. Dank Corona ist ja gerade ein bisschen Zeit, um sich damit zu befassen. Seid mir nicht böse, wenn ich nicht jede E-Mail beantworte und jeden Wunsch beantworte und jede Idee beantworte. Und tut mir wirklich leid, dass das einfach zeitlich nicht geht. Momentan ist es zeitlich ein bisschen besser, da wird es wahrscheinlich eher gehen. Dann hättest du auch eine Datei für Capture, um deine Show besser analysieren zu können. Ja, ich muss dafür eine Capture haben. Schaue ich, dass ich es morgen online stelle. Ich stelle das Ganze dann bei, ihr seid auch wahrscheinlich alle bei uns in der Facebook-Gruppe, gehe ich davon aus. Ich würde einfach, die Show ist ja jetzt schon online, eigentlich unten in der Videobeschreibung, die könnt ihr euch runterladen. Und ich teste das jetzt nochmal mit meinem Capture-File, ob das alles problemlos funktioniert und würde dann euch natürlich auch das Capture-File zur Verfügung stellen, dass ihr da ein bisschen besser testen könnt. Ja, ich würde wirklich gern öfter live streamen, so wie es hier Bubenstarter gerade schreibt. Und werde ich hoffentlich in nächster Zeit auch machen. Ich brauche nur immer Themen, was euch ja interessiert, weil es bringt mir nichts, einen Livestream zu machen, zu einem Thema, wo einfach überhaupt keinen interessiert. Jetzt, wenn es wieder losgeht, falls irgendwann mal wieder Veranstaltungen stattfinden, dann versuche ich mal einen Livestream von einem Festival oder von einem Konzert zu machen. Dass du einfach mal siehst, was während eines Konzerts passiert. Ich habe da schon eine Location, wo ich relativ häufig bin, im Festsaal in Ingolstadt, da wo es auch sehr, sehr viele Lampen gibt. Da gibt es rund 200 Lampen auf 4 Universen, da wo auch die Gym ganz gut im Stress dann mal ist. Und da war ich relativ häufig oder öfter mal auch Licht. Und da kann ich euch bestimmt mal mitnehmen, da ist auch Internet. Und es funktioniert alles wunderbar da dort. Ne? So, jetzt kam hier noch von David D. die Frage, weißt du Neuigkeiten zum Release 1.12 beziehungsweise Multifixtures? Ich sag nichts zu Multifixtures, weil ich habe mir jetzt schon zweimal echt hart daneben kaut, wo ich mir gedacht habe, jetzt kommt's. Nein, es kam doch nicht. Der bessere Ansprechpartner ist da wohl Dennis Hessberger, der wohl ja auch mit dabei ist in der Gruppe in Facebook.
der ist da wohl einfach der deutlich bessere Ansprechpartner. Was Multifixtures angeht, der ist da in der Entwicklung viel weiter drin wie ich, weil ich bin ja kein Mitarbeiter von Highlight bzw. Infinity und kriege da hin und wieder mal vielleicht die Beta-Version ein bisschen früher wie ihr und oder eine Beta zum Testen. Aber dass ich jetzt da verbindliche Aussagen machen kann, kann ich leider nicht. So, dann Benjamin, kann ich Dante vom Tonpult und Artnet über ein Netzwerkkabel zum FOH zur Bühne laufen lassen? Ja, das kannst du. Du brauchst einfach einen sehr guten Switch, der wohl VLANs unterstützt. Dann machst du dir zwei VLANs drauf und dann funktioniert das auch. Wenn solche Sachen wirklich mal interessant für euch sind, dann machen wir das gerne in einem separaten Livestream, weil da können wir uns gerne mal auch über Streaming, ACN und MA-Net, ETC-Net, HOG-Net, Kling-Net unterhalten, was es so alles an Protokolle gibt, welche Vor- und Nachteile die haben. Du kannst auf jeden Fall Dante und Artnet über ein Netzwerkkabel nach vorne jagen. Ob sinnvoll ist oder nicht, musst mit deinen Tonkollegen absprechen, aber das will aber es ist auf jeden Fall überhaupt kein Problem. So, dann, ich lese das jetzt einfach mal alles einfach vor oben nach unten, die Fragen, wo gerade noch kommen. Und was ich beantworten kann, beantworte ich. Sebastian Schöndorfer, mein Magic Sheet ist ungefähr gleich aufgebaut wie deins. Ich habe nur das Problem, dass mir die Cue-Listen ausgehen. Hast du hier einen Tipp, wie man die Anzahl reduzieren kann? Naja, wenn dir ich glaube, es sind 1000 Cue-Listen oder so, was man derzeit anlegen kann, dann hast du hier echt viel angekriegt. Das ist echt sehr sportlich, oder sind es weniger? Siehst du, ich weiß es gar nicht. Es sind 600. Vielleicht solltest du dir überlegen, ob du auf manche Cue-Listen einfach zwei Cues legst. Wie ich könnte jetzt hier zum Beispiel dieses eng, normal und weit auch auf eine Cue-Liste legen und drücke halt immer weiter. Also das ist ja überhaupt kein Problem. Dann mache ich da ein Go draus und dann drücke ich immer auf den gleichen Knopf und schon habe ich mir eine Cue-List gespart. So, das kann ich auch mit Gobos machen. Die Frage ist, brauche ich diese ganzen Farben? Ich habe es mal angelegt, weil es hübsch ist, aber was verwendet man zu 90%? Rot, Orange, Grün, Magenta und Gelb. Und ein Blau und vielleicht noch ein CTO. Und damit ist eigentlich schon, also das sind die Farben, wo ihr am häufigsten wahrscheinlich verwendet. Und man kann sich viele Sachen vielleicht einfach zusammenlegen und dann wird es der Cue-Listen sparen. So, dann CKKY95. Damit müsste ich mal in die Firma zum Testen. Verständnis kommt wohl besser, wenn man sieht, was passiert. Bisher war bei mir nur von dir beschriebener Cue-List durcheinander. Okay. So, dann. Es kommt manchmal vor, dass man die Kanäle eines Gerätes in der Library ändern muss. Manchmal wird die Änderung nicht gespeichert. Das sei bekannt, habe ich mal bei Facebook gelesen. Hast du gehört, dass das demnächst behoben wird? Sage ich dir ehrlich, höre ich das erste Mal den Fehler. Wenn ich mir bei einem, ich kopiere mir grundsätzlich Geräte, wo ich ändere, in die User Library und gebe dann auch einen neuen Namen, wo ich hinten einfach, weiß ich nicht, meine Initialen oder irgendwas hinhänge. Und ich hatte noch nie das Problem, also ich habe ganz viele Fixtures mir selber gebaut und ich hatte nun gebaut und ich hatte noch nie das Problem, dass irgendwas nicht gespeichert worden ist. Also ist mir neu. Also du musst ja halt beim Austausch, also musst du ja dann einmal, wenn du das geändert hast, das Fixture, tue ich es in der im Patch, so wie ich es euch vorher gezeigt habe, einmal ersetzen mit den neuen Fixture. Ab wann sind in Deutschland Veranstaltungen wieder erlaubt? Bei uns in Österreich frühestens ab 1. Juli. Ich habe keinen blassen Schimmer. Grundsätzlich, also derzeit ist der Gesetzesstand bei mir in Bayern, dass es hier am 20.04. weitergeht. So der Plan derzeit in Bayern. Ich kann aber nichts zu anderen Ländern sagen.
Kannst du das Anlegen eines Presets nochmal zeigen? Mir ist nicht genau klar, wie man den Link Go programmiert. Du meinst, wie ich mir das hier zum Beispiel programmiert habe? Könntest du mir das ganz kurz reinschreiben, Björn, ob du damit meinst, wie man genau diese Sachen hier programmiert? Dann kann ich das natürlich auch noch ganz kurz zeigen. Das ist überhaupt kein Problem. Über DWD, warte mal, Dominik Richter. Tut mir leid, wenn ich dich über. Wie erstelle ich denn am besten solch einen Effekt, wo die Spots von außen nach innen synchron angehen? Ja, das kannst du mit der Effekt Engine natürlich machen, beziehungsweise du schreibst da einfach ein JSON. Also da, es gibt immer mehr Wege, um was zu bauen. Die OnPC Boomstarter fragt, wo es die OnPC Software zum Download gibt. Die gibt es bei Infinity direkt auf der Website zum Download. Sorry, Boomstarter, noch ganz kurz dazu, du musst deine virtuelle Maschine anlegen. Du brauchst da, das ist aber auf der Infinity-Website beschrieben, man braucht da ein zusätzliches Programm, weil das läuft in einer Linux-Emulation, soweit ich weiß. Und falls ich jetzt da schon mal mit Linux-Emulation erzählt habe, bitte korrigiert es mich, aber meiner Meinung nach ist das eine Linux-Emulation, was hier in der virtuellen Maschine läuft, da das Ganze, die Prim-Software auf Linux basiert. Kann ich die Release-Time, die Standard bei 2 Sekunden liegt, ändern? Zum Beispiel, dass die Release-Time bei 0 Sekunden liegt. Teilweise ja schon umständlich jedes Mal zu ändern. Ich ändere sie auch jedes Mal. Ja, es gibt schon die Möglichkeit hier was zu ändern, aber die Release-Time ist immer 2 Sekunden. Ich finde es auch teilweise schon anstrengend, es zu ändern, aber man kann sich ja, ein bisschen behelfen, indem dass man sich die Grundeinstellung einer QList speichert und die nur immer lädt. Anlegen eines Presets für eine Lampe, zum Beispiel ein Farbpreset. Wie benutzt man den Link-to-Programmer? Logisch, also Link-to-Programmer heißt ja eigentlich für mich nur, dass je nachdem, was ich hier auswähle, dass das mitgeht und dass ich kann hier sagen, ich will hier immer die Position sehen und dann kann ich hier tun, was ich will. Habe ich also ehrlich gesagt noch nie benutzt, dass ich mir den Link-to-Programmer geändert habe, weil ich will ja dann in der Regel, wenn ich einen Programmer was mache, mir ein Preset speichern. So, dann was haben wir denn noch? Okay, Dominik, darauf gehe ich ein in die nächsten Videos. Und ich glaube, dass wir für heute echt viel besprochen haben. Der Stream ist jetzt doch länger geworden, wie ich gedacht habe. Weil doch viele Fragen kommen, was mich echt freut. Und ich würde sagen, wir machen nächste Woche einfach nochmal einen Livestream. Vielleicht wieder gleiche Zeit, gleicher Ort. Ich mache das jetzt da, ich mache das Ganze in Facebook, ich schreibe es in unsere Gruppe rein, dass ich den mache. Und dann schreibt mir einfach eure Fragen dazu. Und ich bereite das dann soweit vor, und wenn einer einen bestimmten Effekt sich wünscht, wie er ausschauen soll, dann schreibt's mal rein, schmeißt mal ein kurzes Video dazu. Dann werde ich versuchen, den Effekt nachzubauen, und dann tun wir das einfach alles am Stück abarbeiten. Und dann machen wir einfach mal eine Stunde lang User-Fragen, User-Wünsche, was ich weiß oder was ich kann. Ich kann ja auch nicht alles auf der Gym.
Würde ich euch dann einfach mal demonstrieren, aber ich muss das einfach ein bisschen, glaube ich, dann vorbereiten, dass ihr nicht irgendwie eine halbe Stunde warten müsst, bis ich irgendeinen Effekt zusammengebastelt habe. Und wenn es jemand interessiert, dann, wie ich den Effekt eine halbe Stunde zusammenbastel, dann kann er mir das gerne schreiben, dann tue ich das gerne recorden, dann kann er sich's anschauen. Wie heißt die Facebook-Gruppe? Kommt hier gerade vom Heinz. Die Facebook-Gruppe findest du unter, wenn du bei Facebook oben eingibst, ich muss hier nur, dass ich dir jetzt keinen Schmarrn erzähle, ein bisschen was umschalten, ohne dass ihr jetzt hier mal Facebook mitschaut. Infinity Chimp in Klammern Tipps und Tricks. Tricks, Tipps und Hilfe in Klammern. Vielleicht kann jemand in Heinz kurz den Link zur Gruppe posten. Ansonsten werde ich den Livestream auch wieder in Facebook in YouTube ankündigen. Und schreibt es mir einfach dann bitte echt in Facebook detailliert eure Fragen. Wenn ich dazu noch Fragen habe, würde ich euch einfach privat anschreiben, falls es mir nicht logisch ist, was ihr gern sehen wollt, weil es einfach geistig netter ist, was ihr gern hättet. Und dann machen wir einfach mal eine Stunde komische Fragen. Und ich werde mal schauen, vielleicht kriege ich ja jemanden noch dazu von Highlight, der wo Bock hat. Ich weiß nicht, wie es bei denen gerade zeitlich ist, ob die viel Stress haben. Aber ich werde ihn Ron mal anschreiben, aber vielleicht mal Bock hat, teilzunehmen an so einem Livestream. Weil der ist natürlich richtig gut fit. Und kann auch viele Sachen zu zukünftigen Updates beantworten, die wo ich nicht beantworten kann. Ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Drücken wir alle zusammen die Daumen, dass es irgendwann weitergeht und wir alle wieder Geld verdienen in der Branche. Und ja, das war's für heute. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend noch. Bis dann. Ciao. Servus.